Ich sehe ein bisschen bärig aus auf dem Kopf, darum habe ich mir heute ein Mützchen ausgepackt, was ich vor vielen Jahren mal von meiner damaligen Freundin geschenkt bekommen habe. Ich finde sie immer noch cool. Ich weiß nur immer noch nicht, ob ich so ein Hutgesicht habe. Das interessiert euch natürlich jetzt nicht so. Es ist Sonntagmorgen um 7 Uhr. Außerdem habe ich tränige Augen und finde schon wieder das Spiel nicht da. Nein. Nächster Versuch, das Spiel wollte ich haben. Die nächsten Wochen müsste jetzt leider mit meiner heutigen Optik irgendwie auskommen. Weil, ne? Ich mache jetzt weiter. Echt, ich habe es tatsächlich zurückgesetzt. Okay. Dann gucken wir mal, wie weit ich bisher gekommen bin. Bis 52 Exits. Okay. Der Zwei-Player-Modus in diesem Spiel ist übrigens... man spielt quasi abwechselnd die Level. Ich weiß noch nicht mehr, ob gegeneinander oder nicht. Achso, genau. Ich habe echt zurückgesetzt? Wie dumm bist du denn, Sven? Also, meine Extra-Leben haben leider darunter gelitten. Wenn man neu anfängt, fängt man auch klein an. Und es werden auch keine Scores irgendwie... gespeichert. Ich mache mich jetzt einmal kurz auf den Weg nach Dingsen. Top Secret Area. Oh Mann, Deutsch, ey. Top Secret Area. Ich muss mal kurz überlegen, wo die überhaupt ist. Außerdem habe ich das Gefühl, mir läuft schon wieder die Nase. Aber da soll ja übermorgen was gegen getan werden. Für diejenigen, die es immer noch nicht wissen, ich werde übermorgen operiert. Und darum sorge ich jetzt mal dafür, dass ich hier quasi irgendwie ein bisschen Content für die Zeit habe. Und irgendwie spiele ich wieder wie der erste Mensch. Ich kriege eine Zyste in der Nasennebenhöhle. Außerdem kriege ich dabei auch noch eine begradigte Nasenscheidewand. Aber, was auch immer. Wenn euch dieses Video erreicht, bin ich wahrscheinlich schon durchs Gröbste durch, meine 52. Ich habe jetzt noch momentan noch Videos für die nächsten Tage. Für die nächsten zwei Wochen, glaube ich. Und ab dann wird diese Serie erst quasi released. Ich werde dann wahrscheinlich höchstens noch ein bisschen matschig aussehen, aber schon wieder an der Arbeit sein. Und die Arbeit hat mich auch insofern wieder eingeholt, dass, wie das immer so ist, freitags kriegt man die Anrufe, die einen so richtig werden lassen. Es gibt wieder viel zu tun bei meinem Lieblingsprojekt. Jetzt aber... Also Lieblingsprojekt war ironisch, obwohl es mittlerweile dann doch irgendwie mal so ziemlich mein Liebling ist. Na, ich bin aber auch nicht so gut. Ich bin aber so richtig schlecht, würde ich sagen. Also das ist mir jetzt unangenehm. Aber ich bin halt nie so gut im Multitasking gewesen, ne? Dinger kann man zum Glück weglutschen. Ich gucke auch gerade noch, wie man es am sinnvollsten machen kann, wieder an der Kamera vorbeizugucken. Gibt es noch irgendwas Interessantes aus meinem Leben? Mein Lieblingsprojekt, ja. Das ist, im Jahresendgespräch wurde es spaßeshalber mein Baby genannt. So habe ich mich benommen, als wäre es mein Baby. Es ist auch mein Baby. Und da gibt's... Das will ich haben. Das wollen wir. Da gibt's im Moment wieder ein bisschen viel zu tun, obwohl es eigentlich schon längst... Nein, Leute. Obwohl es eigentlich schon längst durch sein sollte. Aber... Man muss jetzt erstmal, glaube ich, ein paar extra Leben sammeln. Also, es wird gerade gebaut und dann... ist eine kleine Diskrepanz jetzt aufgetaucht. So, jetzt holen wir uns den Secret. Oh. In...
Forest of Illusion 1. Und diese Diskrepanz muss jetzt statisch untersucht werden. Darum wendet man sich an mich. Ich bin jetzt nichts Besonderes. Jetzt gehe ich erstmal wieder zurück, mache morgen Forest of Illusion 1 den normalen Ausgang.